Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Let's Play South Park, The Stick of Truth. Ja, leider ist nach dem Spielstand Laden hier leider ein bisschen was schief gegangen. Die Szene, wo Cartman jetzt von Butters geheilt wird und dann mit uns redet, wie Prinzess Karine nach oben geschleppt wird und doch vergewaltigt wird, ist leider nicht mehr drin, aber wir können uns vorstellen, was er uns gesagt hat. Wir müssen jetzt nach oben und müssen den Baden aufhalten und den Stick of Truth zurückholen. Das machen wir jetzt. So. Oh, einen gestreiften Schwarm haben wir gekriegt. Jetzt geht's los. Oh ja. Da ist jemand Das sollten wir tun, das sollten wir tun. Und eine Furzgranate. Ja, die Szene habe ich auch schon mal kurz gespielt, weil ich vergessen habe aufzunehmen. So, dann hol mich hier mal raus. So, also ich habe bis zu dem Kampf mit den beiden da drüben gespielt, aber mehr auch nicht. Und den Kampf habe ich auch nicht fertig gemacht. Also ich habe dann im Kampf gemerkt, dass ich nicht aufnehmen muss. So, hier. Hallo. Komm her. Mr. Hexendoktor, Alter, den kann man nicht mal stunnen hier. Er ist immun gegen alle Betäubungseffekte. Blöder Sack. Please don't ask me, homie. Oh, er konzentriert sich. Soll er sich konzentrieren? In der Zeit machen wir seinen Kumpel fertig. Komm her, du! Aber stark gegen irgendwelche Fernkampfangriffe. Ja, der hat viel Rüstung. 44 ist nicht gerade wenig. Deswegen müssen wir bei dem ein bisschen vorsichtig sein, aber. Mit Butters kriegen wir den gut kaputt. Oh, oh, was macht der? Debuffs entfernt. Und... Er hat Butters umgebracht. Okay, ein Taco der Wiederbelebung. Na warte, Gegenstand hier, Butters. So, was machen wir denn jetzt mal gegen ihn hier? Haben wir dann hier Beschneidesense, ne? Entfernt Rüstung und Schilde, das klingt gut. So! Willkommen im Judentum, mein Freund! So, war das... Du solltest... Hat der noch positive Effekte? Der... Mal gucken... Rüstung nur, ne? Das bringt's nicht. We're still doing this, right? Ja, ja, wir machen noch weiter. War das halt ich mal. So, und dann... kriegt er... den Hammer der Gerechtigkeit! Nimm die Schurke! That was the most perfect throw I've ever seen! Der böse, böse Elfenmann kriegt jetzt ein paar Pfeile ran. Oh, war das. Jetzt geht's los. Zisch dich mal einen Machttrank. Und Däne, Jippies, mach mal den Hammer auf Butters. Ja, ja, ja. Hopp. Angepisst. We'll see if it works. Nimm dies, blöder Elfenmann. Ja, du hast keine Chance gegen uns. Kumpel. Du bist Geschichte. Ach, verdammt, Kurzangriffe machen gegen den keinen Schaden, ja? Ja. Trau dich halt. Gibt es mal Schaden, wenn er mich angreift? Stimmt, ja, wegen der Rüstung. Where's the king? Das ist schön. He's over there. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are plus four. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Okay, die Waldelfenrüstung erhalten. Mal gucken, was die so kann. Inventar. Waldelfenrüstung. Ideal, mit deinen Feenfreunden durch den Wald zu tänzeln. Heilt jede Runde 20 TP, solange du einen Bogen benutzt. Fügt 8 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Was macht die Druidenrobe? Warte mal. Ach! Dafür haben wir Kostümflicken. Ach ja, da war wahrscheinlich auch der Pfeil mit bei. Ach so, vielleicht sollten wir vielleicht was reintun. Distanzangriffe fügen 5 mehr Schaden zu. Du hältst jede Runde 1 MP. Du hältst 2 MP, wenn du Widerlichkeitsschaden zufügst. Du hältst 2 MP, wenn du einen Gegner tötest. Action hält. Du heilst jede Runde. Das machen wir. Und dann machen wir hier in die Druidenkrone auch noch was Schönes rein. Jeder Angriff saugt TP ab. Nehmen wir auch. Und in die Handschuhe machen wir, du erhältst 25 TP, wenn du geheilt wirst. Du erhältst 2 MP, wenn du Feuerschaden zufügst. 10% mehr Geld. Nahkampfwaffen. Nehmen wir das hier, Action-Held-Abzeichen. So. Okay. Ich gar nicht dran gedacht, dass wir auch die Rüstung somit ausrüsten können und nicht nur die Waffen. Hätten wir vielleicht früher machen sollen. Dann wären wir vielleicht ein bisschen stärker gewesen. So, da liegt noch was.
Ja. Nur nicht so schnell, du Speck. Die Prinzessin wird nur vergewaltigt. Ja, ist vollkommen richtig, Butter. Aber ich will hier halt noch ein bisschen alles mitnehmen, ne? Weil wer weiß, wann wir das nächste Mal hier... Ja. Reg du dich mal ab, Butters. So, wir gehen ja schon hoch. Guck, wir retten jetzt die Prinzessin. Schau auf den Inventar. Falls du vergisst, neue und bessere Waffen anzulegen, kann sich das als Nachteil erweisen. Oh, die Prinzessin wird wirklich vergewaltigt. Schmick. Wait a minute, listen. They're raping the princess right now. We have to bust in there. Jimmys Garagenschlüssel. Hölzerne Parierstange, was kann das? Alles nehmen. Jimmys Garagenschlüssel. Hier, so ein bisschen Wald. Oh, Kacke. Sie vergewaltigen die Prinzessin. Was ist hier drin? Da kann man nicht rein. Okay, dann retten wir erstmal die Prinzessin. Die Kacke, die Pipi gemacht hat. Funkelsticker. Oh, Kacke, was macht der da? Was macht der da? Da oben blinkt was. Ah! Moment. Ja. Ja, und jetzt können wir hier hoch, oder was? Aha. Ja. No. Die Eltern, wenn die nach Hause kommen, ne? Sieg. So, Prinzess Kenny, wir retten dich. Einwandfrei. Kehre zu Cartman zurück. Butters, komm mit. Wir haben die Prinzessin gerettet. Butters! How badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room. Kenny ist jetzt dein Begleiter. Hey, you're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Du Arsch! Okay, Kenny, zeig mal deine Titten. Yeah, look at what we got here. I'm coming for you, baby. Oh, yeah. Wow, those are some big old bitties. Man, oh, man. Good job, Princess Gone Wild. Double D buddy powers. War super, Kenny. Gut gemacht. So, können wir mal hier hoch. Oh, da hinten ist ein schön Pokémon. Seht ihr das? Seht ihr die Ratte? Das ist ein schön Pokémon. Wie machen wir es? Kenny, wir müssen vorsichtig sein. Hier sind Ratten. Du weißt, was Ratten mit dir anstellen. It's too dusty up here. I pulled the part I was allergic. Ja. Hat die Ratte Gesundheitstränke dabei? Ach, die Ratte, gegen die muss man wohl richtig kämpfen. Was? Mein Freund hat schon mal umgebracht. Ist gut. So, Mongolen. Warte. Mongolen Power. Ah, Ratte brennt. Ratte brennt. So, Kenny. Kenny, schüttel sie ab. Kenny! Kenny, du bist gerade gestorben. Wenn es dir nicht aufgefallen ist. Weil es nur angemerkt hat. Ach, meine lieben Herren Elfen! That's cheating! Dude, did you shit your pants? Oh ja, das habe ich. Und ich bin stolz drauf. Waldelfen-Handschuhe! Na, hat da jemand Angst? Ja! Reutratte, Chin Pokémon, ja! Gong, gong, gong! Da sind die Mongolen stolz auf uns. Kenny, wollen wir da wirklich runter? Wollen wir da wirklich runter? Mal schauen. Erstmal will ich gucken, was ich da gerade gekriegt habe. Waldelfen... Warte, was waren Handschuhe? Waldelfen-Handschuhe. Aus drei Lagen festen Leder und Material hergestellt. Fügt drei Rüstungen hinzu. Schwächt feindliche Angriffe. Bogenangriffe machen mehr Schaden. Ah, ich kämpfe ja viel mit dem Bogen.
Also eigentlich ist es ja vernünftig, die zu nehmen. Nehmen. Du machst Feuerschaden. Ja, wir machen Feuerschaden. Und das macht die Rüstung nochmal. Heilen, solange wir einen Bogen benutzen und Rüstung und schwächt feindliche Angriffe. Hier ist weniger Rüstung drauf, aber die kriegt... Okay, machen wir das mal so. Okay. Runter! You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your... Step forward now and fulfill your 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 destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine, you want to throw down, brah? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, Bard. Oh, Dreamy, das hättest du jetzt nicht gefragt, ne? Lied des Rattenfängers? Was wird denn das hier? Set him up and knock him down. Oh, mein Freund. Jetzt gibt's einen Tempotrank. Damit darf ich zweimal angreifen. Ja. Deine komischen Ratten. Ja, deine komischen Ratten. Die können mich mal. Guck mal, hier kriegst du noch eine. Ja. So kenne ich dich, brauche ich nicht. Blöde Ratte. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Oh Gott, Quicktime Events. Mit einschlafen. Aufgewacht, ja. Yeah. Die Ratte ist auch eingeschlafen. Das ist gut. So. Nein, ich will keinen Brokkoli fressen. Stärketrank. Angriff und Abwehr erhöhen. Nehme ich. Abwehr erhöht. So, pass mal auf, Jimmy. Pass mal auf. Waffenfähigkeit erhalten. Aua. Hat mit dem Stein geschmissen. Okay. Oh, komm. Krieg die Ratte erstmal. Bam! Ja, genau so. Aua! Jimmy, kannst du nicht machen! Kein, ich mach mal das. There you go, Al. Danke. So. Jimmy. By the hammer of butters. Kannst du dich im Kreis drehen, so viel du willst. Jetzt gib's drauf. You want a piece of this? That was the most perfect throw I've ever seen. Oho, Jimmy. Tut mir leid, aber ich muss dich jetzt leider zum Judentum konvertieren. Komm her! He's gonna play the brown note! Block it out! That all you got? Oh Gott, nicht den braunen Ton. Nicht den braunen Ton. Wir brauchen 40 Mana. 30. 70 brauchen wir jetzt hier. Mana Boost. Darf jetzt nur Butters? Ich kann nichts dagegen tun, wenn nur Butters dran ist. You want a piece of me? We'll see if it works. Ja, wir müssen das machen. Wir müssen jetzt hier den Drachenschrei. Ah, ja? Dragon Shout! Verdammt! Nicht der braune Ton! Nein! Gib mir keinen Mana! Nein! Wow, what a terrific talk! Er hat mir den braunen Ton verpasst. Ich werde nächste Runde in die Hose scheißen, Butters. Das ist dir bewusst, ja? A pox on your nuts. Werde ich nicht? Warte. Rechte Maus, das ist das Gas. Bonusschaden. Furzgranate. So, Butters, jetzt geht's los. Ich glaube, Jimmy hat verloren.
Jimmy? Hallo, willst du nicht mehr kämpfen? Zu brennen? Hallo, Jimmy! Jimmy? Hallo, Jimmy? The stick is ours! Yay! Wir haben ihn voll verprügelt! Wir können doch keinen Krüppel so fertig machen! Aufwertung verfügbar, Level 6, okay, cool. Nehmen wir Fähigkeiten, die Beschneidesense ist super, die werte ich auf. Danke. Kann ich gucken, was die dann bringt. Nehmen wir. So, mit Level 6 können wir neue Sachen anlegen oder auch nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Nee, können wir nicht. So. Jimmy, jetzt müssen wir dich nochmal plündern. Es tut mir leid, Krücke der Schwäche. Was kann die denn untersuchen? Oh, nehme ich. Danke, Jimmy, danke. Find his running shoes. Just kidding. Find his running shoes. Wir haben eine Waldelfenkappe. Was macht die? Plus 1 Rüstung und schwächt Angriffe. Wir erhalten 1 MP bei Bogenangriffen. 2 Rüstungen, 2 MP, wenn wir draußen sind. Nee. Ich bleib bei der, die ich habe. Find his running shoes. Oh yeah? Oh yeah. That's smart. You feel bad on that one? Da habe ich ein Achievement für gekriegt. Ready to leave, Sir Douchebag? Nein, wir bleiben noch. Okay, but hurry up. This inn is no longer safe for our kind. Okay, warte. Ist hier noch Leerräume? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei South Park The Stick of Truth. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ist hier noch was? Nö. Können wir das Schlafzimmer seiner Eltern nochmal betreten? Oh, hier ist nichts mehr, ne? Nee. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tüdelü!